Leute, willkommen zurück hier bei Sims 3 Familie Reus. Ich dachte gerade, dass ich euch zeigen könnte, wie dieser Alien gerade in seinem Raumschiff wegfährt, aber er fährt einfach auf dem Fahrrad, okay. Ja, aber es ist irgendwie gerade ein Alien da gewesen. Aber das Gute an Aliens ist ja, die machen immer nichts. Die stehen nur ein bisschen rum, analysieren, wie so die Sim-Welt aussieht und dann hauen sie wieder ab. Und damit bin ich auch ganz zufrieden, weil ich habe eigentlich auch gar keine Lust auf Aliens. Ja, ich fand die schon immer super eigenartig und hab dann irgendwie lieber mit meinen Sims Abstand gehalten. So, Ah, okay. Ich hab mich gerade gewundert, warum sind die so eigenartig sortiert. Ja, du kannst auf jeden Fall mal ein paar. Pfefferminze-Pfannkuchen. Das klingt ja interessant. Würde ich nicht essen wollen, ich bin nicht so ein Fan von Pfefferminze. Vor allem esse ich meine Pfannkuchen auch lieber süß als minzig. Wobei, es gibt ja auch Minzschokolade und sowas. Also, es gibt bestimmt Leute, die das mögen. Weiß ich nicht, Pfannkuchen, Minzpfannkuchen und dann mit Nutella oder so. Oder mit allgemein mit Schokoaufstrich. Wär interessant, aber nicht meins. So, genau. Du machst das mal sauber. Und dann geht's ins Frühstücken. Du sollst dann auch nachher frühstücken. Oh, du möchtest wieder ein Gericht zubereiten. Alles klar, können wir gern machen. Wie geht's den Tierchen? Die könnten mal wieder ein bisschen Futter gebrauchen. So, dann kannst du auch mal auf Toilette gehen. Warte mal, hast du schon deine Wäsche gemacht? Ja, hast du. Das heißt, die kannst du dann auch mal abholen. Und ja, dann beginnt heute um 12 Uhr mal wieder Uni. Genau, bald beginnt der erste Kurs. Die haben aber alle noch nicht diese Anzeige. Das heißt, die beginnt tatsächlich erst nach dem ersten Kurs. Was ist hier wieder das Problem? Ist wieder irgendjemand anders, der hier zuerst hin möchte? Du kannst das mal recyceln. Das wäre sehr schön. Und das hier mal aufräumen. Weil keine Ahnung, wer jetzt hier wieder zuerst was zu essen möchte. Nö, irgendwie keiner. Aber irgendwie wollte Amelie gerade nichts zu essen holen. Naja, gut. So, du kannst dir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit lassen mit Essen. Möchtest du vielleicht irgendwie ein Comicbuch lesen? Hast du auch bestimmt... guck mal. Haben wir dann auch die ganzen Sachen alle dreifach? Binär voll bewandert. Das klingt gut. Kannst du mal gerne mal lesen. Okay, die beiden quatschen da ein bisschen. Du kannst jetzt endlich was zu essen holen. Dann können wir... Vielleicht sind die noch gut, die Getränke. Kannst du den vielleicht auch mal trinken? Ja, damit wir mal ein schönes, ausgewogenes Frühstück haben. Kann man sich ja auch mal gönnen. So, machen wir mal hier die Musik aus. Ist ja auch immer ziemlich nervig, dass hier überall die Musik an ist. Aber gut, ich habe ja auch... War auch meine Schuld, dass ich hier überall was... so eine Musikanlage hingepackt habe. So, Luina ist auch gleich wach. Sehr schön. Kann endlich mal ausschlafen. Ist leider ein bisschen früh wach, aber sorry, da kann ich nichts dran ändern. Die Uni ist nun mal einfach ein bisschen früh am Tag. Man kann leider auch seine Fächer nicht wählen, wann die stattfinden. Das würde ich natürlich super gern machen. Gerade auch, weil ich das zum Beispiel bei mir an der Uni kann. Soll sich ein bisschen wärmer anziehen heute. Wärmer und klick das kürzeste Outfit an. Ja, aber können wir leider nicht, weil sonst hätte ich für Luena auf jeden Fall irgendwie späte Kurse gewählt. Aber die sind halt vorfestgelegt. Aber ist ja auch okay. So, genau, du liest hier ein bisschen. Sehr schön. Natürlich wieder in deinem Schlafanzug. Wie immer, das wollen wir auch erwarten. Wie sieht es eigentlich aus mit den Pflanzen? Die werden bestimmt noch, ja, die werden hier noch im Wintermodus sein. Einfach auch, weil, ja, weil es jetzt gerade sowieso eher ein bisschen kühler ist. Was für eine Fähigkeit könnten wir bei dir denn sonst noch aufbauen? Logik. Du könntest ein bisschen Schach spielen. Gleich. Das wäre doch schön. Vielleicht mal zusammen mit Holger. Wie gesagt, ich glaube auch Moritz wäre einer, der sich dann irgendwie eher mit den Sims, die er gut kennt, beschäftigen würde, anstatt mit irgendjemand Neuem. Na, ihr beiden. Oh, gemeinsames Frühstück. Ist es nicht schön? Das sieht auch schön aus, oder? Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte kein Video machen. Das finde ich ja eigentlich echt schön in Sims 4, dass man da quasi gleichzeitig was trinken kann und auch was essen. Das ist immer sehr gemütlich.
Gut, dann werden wir dich gleich mal duschen schicken. Aber du kannst ja ruhig noch mit Luena gemeinsam frühstücken. Okay, dann kannst du jetzt auch duschen gehen. Dann kann Luena mal aufräumen. Und das hier auch mal aufräumen. Und dann werden wir mal eben das Telefon reparieren. Das fände ich mal ganz gut. Ja, Wäsche. So. Die kommt. Oh, in den vollen Wäschekorb. Okay, dann hat Amelie direkt auch wieder was zu tun. Nämlich Wäsche waschen. Gut. Du räumst auf. Mit Zoe sprechen können wir eigentlich gern mal machen, indem wir die einfach mal plaudern. So, und dann. Kannst du eher mal das Bett machen, duschen gehen? Wie sieht's bei dir aus? Genau, du sollst ja einmal hier die Wäsche waschen. Gut. Moritz. Ach, der liest noch. Dauert ein bisschen, das zu lesen, was? Ah, sie hat keine Zeit. Okay, keine Ahnung, was sie macht. Oh, ich mag ihre Schuhe zu dem Outfit. Also, ich mag das Outfit an sich, aber ich finde auch die Schuhe so cool zusammen zum Rest. Ja. Genau, du gehst nach oben. Und dann brauchen wir für alle eigentlich so ein bisschen Spaß. Wie wäre es denn, wenn du da ein bisschen Footbag spielen könntest? Kannst du das auch mit Amelie gemeinsam? Mal eben gucken, wie geht's ihr denn? Naja, ihr geht's eigentlich ziemlich gut. Braucht eigentlich gar keinen Spaß, so wirklich. Dann kannst du ja vielleicht ein bisschen. Obwohl, du kannst eigentlich auch mal wieder ein bisschen Gitarre spielen dann. Das möchtest du sowieso noch auf Stufe 4 verbessern. Dann kann Amelie vielleicht. Ach, warte mal. Genau, 12 Uhr fängt ja wieder Uni an. Das heißt, du kannst schon mal losjoggen. Das wäre schön. Mal wieder schweißfrei. Und ich glaube, er wird einfach noch sein Buch zu Ende lesen, weil ich glaube, zu mehr kommt er jetzt gerade auch gar nicht mehr. Weil das Buch halt schon so lange dauert. Genau, du joggst los, du gehst duschen. Und dann werden wir die alle direkt mal zur Uni schicken. Weil, ja, da geht's los, ne? Beginnt das jetzt tatsächlich 10:30 Uhr mit. Der Ding jetzt hier? Ja, tatsächlich. Guckt euch das mal an. Wir starten also da, wo wir zum Ende des Prüfungstages aufgehört haben. Das ist ja krass. Ja, umso besser. Wow. Weil ich meine ja auch, also, genau, wir hatten ja am Samstag auch nicht diese Übersicht von wegen, wie weit wir halt schon sind, weil wahrscheinlich diese beiden Semester zusammenzählen. Das heißt, genau, dass wir jetzt so viel Leistung haben, dass es wahrscheinlich für 2 Semester zählen wird. Was auch irgendwie noch ganz gut ist, weil das heißt, dass wir da nicht irgendwie die Probleme haben, dass die Sims vielleicht teilweise nach einem Semester schon fertig wären oder so, sondern die können quasi dann jetzt nur nach diesen 2 Semestern wirklich fertig sein. Das ist ganz praktisch. Genau, du gehst jetzt los zur Uni, ziehst dich natürlich wieder um, ne, Moritz? Ne? Moritz, okay, gut. Ich war mir jetzt erstmal schon ein bisschen unsicher, ob er das macht. Genau, du kannst hart arbeiten. Du kannst ein bisschen ein paar Textnachrichten anfragen. Du kannst Kontakt knüpfen vor allem. Wie weit bist du? Bist du schon da? Nicht ganz. Renn dann vielleicht mal schon mal hin. Dann ist nämlich, glaube ich, ein bisschen schneller. Kann sie auch ein paar Kontakte knüpfen. Und dann werden wir uns einfach noch ein bisschen bemühen. Dieses Semester. Kann vielleicht auch Luina noch ein bisschen schreiben lernen. Ein bisschen fotografieren. Aber ihr seht, es ist wieder ein bisschen kühler hier geworden, ne? Es ist wieder ein kleines bisschen kühler. Wir haben aber immerhin 8 Grad. Also, ja, der Frühling kommt. Und in 3 Tagen ist auch schon Sommer. Also, wie gesagt, ich habe wirklich die Jahreszeiten jetzt mal ein bisschen verkürzt, damit wir da auch noch mal ein bisschen den Frühling und den Sommer auf dem Campus erleben können. Weil es ist ja schon ein bisschen blöd, wenn wir immer nur Herbst und Winter haben und es immer nur kalt ist. Da wollte ich schon noch ein bisschen dafür sorgen. Ja, und dann schauen wir mal. Wie verbringen wir denn die Zeit nach der Uni? Das wäre natürlich gut zu wissen. Du sollst auf jeden Fall was essen. Und die anderen beiden haben eigentlich. Du kannst danach vielleicht mal ein bisschen Hochschulsport machen, oder?
Was würdest du machen? Also Volleyball haben wir sie das letzte Mal hingeschickt. Ich finde auch so zu Amelie würde Volleyball so gut passen. Das wäre so ihre Sportart, glaube ich. Tennis vielleicht sonst noch? Also ich würde sie halt jetzt nicht irgendwie zu Rugby oder zu Baseball schicken. Wird meiner Meinung nach nicht passen. Also ich glaube, sie wäre halt echt so die Volleyballerin. So würde ich sie einfach einschätzen. Und Luena. Luena könnte mal wieder einen Protest machen, oder? Und du könntest vielleicht, nachdem du da bei der Sportart warst, vielleicht nochmal eine Saftparty veranstalten. Die musst du ja eh nochmal machen. Bis 23:58 Uhr müssen wir eigentlich vorher einen Saftrug kaufen, weil wir haben ja schon welche in unserem Dingens. Also ich hoffe mal, dass einfach nur eine Partyveranstaltung da auch zählt. Ja, genau. Dich werde ich dann einfach mal was essen schicken. Obwohl, du könntest natürlich auch hier ins Café gehen und dir da irgendwie was Nachmittagsmäßiges, so ein Stück Kuchen oder sowas holen. Genau, du machst Hochschulsport, dann kannst du nach Hause gehen, dann könnten wir auf jeden Fall zum einen Amil einladen, ein paar andere Leute, die wir so kennen. Kyle können wir einladen, Ashley und Eddie, Betty. Und ich würde gerne auf jeden Fall noch ein paar Sportler einladen. Paris würde ich einladen, da waren wir ja bei ihrer Party. Mit Sebastian sollten wir uns eh auch anfreunden, mit Sarah. Genau, ich sollte mir auch die Namen merken, dass ich auch die dann einlade. Louis wäre auf jeden Fall auch passend. Richard vielleicht, mal sehen. Ansonsten kennen wir gar nicht so viele krasse Sportler. Ah, Brian. Brian wäre auf jeden Fall auch noch einer, okay. Ronnie, Miles, ist Miles, okay, der ist auch ein Student und kein Dingens. Weil Wade ist, soweit ich weiß, ein Professor. Anoki. Ich muss mir die eigentlich echt mal aufschreiben, weil ich das. Ich finde das schade, dass das nicht angezeigt wird in dieser Leiste. Nicole. Okay. Ja, da habe ich jetzt schon mal ein paar. Also, Amelie, du hast mitgeschrieben, richtig? Ja, Jedediah, was willst du damit sagen? Oder warte mal. Oder ist der Typ tatsächlich ein Professor? Ist ja kein Kollege, sondern Professor? Okay, weiß ich jetzt gerade auch nicht. genau, du wolltest ja einen Protest machen. Machen wir einfach jetzt mal. Das machen wir ja hier mit dem Dingens. Protest ankündigen. Und dann könnten wir zum Beispiel Kyle direkt vielleicht fragen, ob er am Protest teilnehmen möchte, wenn er gleich noch hier ist. Der ist ja eh auch ein Rebell. Moritz, genau, du gehst zum Café. So, und ich würde gern hier an den See gehen, weil der ist sehr schön. Und zwar machen wir noch mal. Wir machen Randalierer-Protest. Das klingt gut. Angeln, lass die Fische in Ruhe. Ich finde, das ist ein guter Anlass. Was könnten wir noch machen? Einhörner, nieder mit diesen wunderschönen, mystischen Geschöpfen. Finde ich gut. Gartenarbeit verursacht pro Pflanze ein Loch in der Erde. Bei Erfolg findest du einige Tage leichter Käfer, Edelsteine und Metalle. Ist ja interessant. Harte Bewertung. Erfolg be bessert deine akademische Leistung an der Universität temporär. Sehr interessant. Das können wir vielleicht zum Ende des Semesters machen, wenn es bei Luena doch ein bisschen schlechter aussieht. Was ist falsch an Außenarchitektur? Ach Gott. nicht genug Zufriedenheit auf Lebenszeit. Das ist ja super. Ringe. Oh, ich bin für Ringe. Ringe sind nichts anderes als Handschellen für Finger. Der ist ja super. So, und dann fragen wir direkt mal ihn, ob er ein Protestblatt, beziehungsweise wir geben ihm direkt einfach mal ein Protestblatt. Hallo? Ich dachte, man kann Sims ein Protestblatt geben. Das irritiert mich jetzt. Wir können ihn einfach mal freundschaftlich umarmen. Hier können wir ihm ein Protestblatt geben. Nein. Toll. Da kommt wieder niemand zu unserem Protest hin, ey. Ich sehe es schon. Oh, Jeffrey Dean hat eine Saftparty vor. Okay, da gehen wir hin. Also gerade der gute Jeffrey.
Dann können wir vielleicht noch, doch noch mal ein bisschen rumschmusen. Vielleicht kriegen wir da ja wieder die Aufgabe. Das wäre natürlich praktisch. So könnten wir vielleicht. Nee, ja. Warum können wir keine Flugblätter verteilen? Können wir das mal jemand sagen? Meh, da kommt wieder niemand hin, ey. Oh, na. Okay, dann gehen wir einfach mal mit ihm gemeinsam dahin. Mit Azala können wir auch hingehen. Okay, dann gehen wir einfach mal mit denen zu dritt hier hin, weil vielleicht hilft das ja schon, dass wir mit zwei Freunden hierher gehen und die vielleicht am Protest teilnehmen. Das wäre schön. Wann beginnt die denn? 19:30 Uhr, da können wir gerne hinkommen. Da gehen wir gerne hin, Jeffrey. Das heißt, wir machen den Protest, dann gehen wir mit Luena noch abends zu der Party, haben dann noch ein bisschen Spaß. Aber du möchtest ja noch eine eigene Party. Ah, oh, du möchtest ja eine Party besuchen. Ach, verdammt. Machen wir dann doch lieber am Dienstag? Ich weiß noch nicht genau. Gerade weil sie jetzt auch ein bisschen Energie verliert. Ich weiß noch nicht genau. So, du kannst dich hier mal einen leckeren Snack holen. Eine Quarktasche. Wir bleiben aber dabei bei Moritz, weil das ist leider immer ein bisschen verbuggt, dass sie das nicht wirklich dann auch nutzen. Vor allem, wenn man nicht dabei ist. Dann machen die das irgendwie nie. Ah, ich mag sein Outfit. Das ist so ein bisschen, also das kann ich mir halt vorstellen, dass das so ein Outfit ist, was er vielleicht von Julian bekommen hat. Gerade auch mit der Kette und sowas. Das denke ich, stelle ich mir vor, ist das eine Kette von Julian, die er seinem kleinen Bruder geschenkt hat. Weil er schon ein bisschen zu cool aussieht für Moritz. Aber trotzdem noch halt lässig und gemütlich. Aber halt zum Beispiel auch das T-Shirt. Weiß nicht. Also das T-Shirt und die Kette, würde ich sagen, ist vielleicht von Julian. Okay. Genau. Was ist das? Ruina, wie sieht's hier aus? Kannst du ihm jetzt ein Protestflugblatt geben? Nein, toll. Okay. Protest beginnen. Okay. Wo gehen wir dafür hin? Machen wir das hier im Gebüsch oder? Weil fände ich ein bisschen uncool. Ah, doch, tatsächlich. Naja, gut. Dann werden wir mal das Sprechrohr anführen, eine leidenschaftliche Rede halten, die Menge aufstacheln. Kriegen wir schon hin. Ich hoffe zumindest, unser guter Kumpel Kyle macht mit. Wer kommt da noch an? Louis. Komm, du machst noch mit, oder? Ja. Okay, Herr Sala. Oh, ich renne erstmal nackt durch die Gegend. Ja, Luena ist auf jeden Fall sehr begeisternd, oder? Das ist auch eine richtig schöne Kulisse, oder? Also das ist ja eigentlich schon sehr Screenshot-wert, oder Thumbnail-wertig, auch einfach, weil das so wunderschön ist hier. Auch mit dem Uni-Gebäude dann im Hintergrund ist das echt eine perfekte Location für einen Protest. Auch wenn das irgendwie wie so eine kleine Ecke hier nur wirkt. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen zentral. Hier laufen vielleicht viele Sims vorbei. Irgendwie cool. Hast du dir doch einen guten Ort gesucht? Ich hätte erst gar nicht gedacht, dass das so cool ist hier. Ja, Amelie schafft das mit der Party heute doch nicht mehr, weil der Hochschulsport ist schon immer sehr, sehr ermüdend. Dann kannst du vielleicht doch nochmal hier was trinken. Beziehungsweise wir gehen erstmal mit dir nach Hause. Dann was trinken. Wenn ihr Gehämmer im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass scheinbar irgendein Nachbar wieder beschlossen hat, spontan rumzuhämmern. Yay, geil. Ja, naja, gut. Dann kannst du vielleicht nochmal was malen. Hey, aber immerhin, 2,5 Folgen lang hat er das nicht gemacht. Das ist ja immerhin schon mal was. So, wen haben wir hier? Shannon. Hallo, Shannon. Ich möchte aber eigentlich keine neuen Leute kennenlernen. Hallo, Eddie. Nee, nicht ungern. Warte mal, wir könnten ja mal. Vielleicht hat der Typ eher Bock, wenn wir zum Comicbuchladen gehen. Vielleicht hat er da mehr Bock drauf, sich da zu treffen. Das wäre doch mal was. Genau, du gehst nach Hause. Du machst den Protest in der Hoffnung, dass vielleicht ein paar Leute mitmachen. Warte mal, ist das nicht Wade Anthony? Der Professor? Ich weiß es nicht. Ah, oh, der hat keine Zeit. Okay, dann fragen wir Ruby, ob sie hinkommen möchte. Wenn keiner hinkommen möchte, gehen wir alleine zum Comicbuchladen. Und wie gesagt, tut mir leid, dass ihr das Gehämmer hören werdet. Also wäre natürlich gut, wenn ihr es nicht hört, aber ich gehe davon aus, dass ihr es hört. Zumindest immer, wenn das bisher war, habe ich es auch immer in den Aufnahmen gehört. Okay, Ruby möchte. Immerhin.
Ja, aber ich habe jetzt auch keine Lust, halt zu warten, bis das vorbei ist und danach weiter aufzunehmen. Weil man weiß sowas auch immer nicht. Manchmal ist das nur so 2, 3 Minuten und manchmal irgendwie gefühlt über 4, 5 Stunden verteilt, dass da gehämmert wird. Oh, ich habe wirklich keine Lust, so lange zu warten. Hat ja auch einen Grund, weshalb ich 3 Folgen am Stück aufnehme, dass ich nämlich dann nächste Woche die ganze Zeit nicht da bin. Ich meine, immerhin haben wir jetzt schon einige Leute hier, ne? Sehr schön. Ich glaube, der Protest wird ganz gut verlaufen. Ist nur schade, dass ihr keine randaliert. Leute, ihr sollt euch prügeln. Prügelt euch. Prügeln. So. Ah, sehr schön. Bubi ist hier. Auch interessant gekleidet heute, ne? Können wir vielleicht, genau, wir können das hier mit ihr spielen. Spieltisch der Vorzeit mit Ruby nutzen. Das finde ich schön. Vielleicht kann die Rute sich mal umziehen. Fände ich irgendwie angenehm. So, genau. Weil ich finde sie mit ihrem Zopf oder so und so. Finde ich, sieht das irgendwie immer ein bisschen schöner aus. Ach ja, und wir wollten noch eine Kissenschlacht mit ihr machen. Das können wir auf jeden Fall auch noch machen. So, ja, sie ist sehr, sehr müde, aber wir hauen uns einfach noch einen Kaffee rein, damit wir noch ein bisschen länger wach bleiben auch, weil ich auch keine Lust habe, dass sie so früh schon schlafen geht. Und dann am nächsten Tag wieder super früh wach ist. Deswegen hauen wir uns einen Kaffee rein und malen noch ein bisschen. Das wird schon. Verdorbenes Essen ausräumen auf jeden Fall. Und dann können wir noch mal einen Hotdog essen. So, wie sieht's bei euch beiden aus? Ah, die sind jetzt auch in der Gruppe, die sollten also auch Spaß haben. Na. Ja, lassen wir die beiden da ein bisschen Spaß haben. Bisschen. Oh, es verliert an Schwung. Oh nein, Leute, komm hier. Sprechen wir an für eine Menge Aufstacheln. Oh, warum funktioniert denn auch das Mikro immer nicht so gut? Klar, dass es dann an Schwung verliert. Wer bist du eigentlich? Ah, Jascha. Okay. Oh, die Leute rufen mit. Kommt, Leute, kriegen wir hin. Ist noch ein bisschen kalt. Aber immerhin regnet es nicht. Im letzten Protest hat es ja auch geregnet. Ah ja, die Party kommt dann auch bald. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch bald hingehen. So. So, wie sieht's bei euch aus? Bei euch sieht das gut aus. So, dann können wir ja vielleicht noch mal. Haben wir sie noch nicht begrüßt? Können Sie mal nach Ihrem Tag fragen. Nach Ihrem Tag fragen. Hallo, wir wollten aufhören zu spielen und mit dir reden. Wo haben wir denn Kissenschlacht? Kissenschlacht. Ich sehe keine Kissenschlacht. Können wir dann vielleicht irgendwie. Ach, warte mal, du kannst auch mal auf Toilette gehen, vielleicht. Wir sind eine Revolutionärin. Sehr schön. Das ist Stufe 7. Sehr schön. Genau, du hältst nochmal eine leidenschaftliche Rede. Kannst da nochmal das Sprechrohr anführen. Oh, guck mal, da ist noch jemand hinzugekommen. Die gute Hannah. Und ich glaube auch Joni, Travis. Ah, da sind noch einige Leute hinzugekommen. Leute sind sehr begeistert, aber irgendwie. Derek ist auch hier. Ah, da findet jetzt. Endlich, Leute. Endlich haben wir hier auch mal die guten Kämpfe. Dafür ist es ja ein Randalierer-Protest. Die Leute sollen hier kämpfen. Oh, ich finde es schön, dass Derek hergekommen ist. Obwohl wir ja mit ihm das so ein bisschen beendet haben. So, sind wir fertig? Nee, ne? Wir sollen nochmal die Menge aufstacheln. Nochmal eine leidenschaftliche Rede halten. Ah, nee. Yay, großer Erfolg. Sehr schön. Und danach können wir auf jeden Fall auch an der Party teilnehmen. Können wir das noch? Ja, können wir.
Oh. Ah. Okay, ich sollte hier mal resetten, was? Jeffrey Dean. Damit er auch so bei seiner Party ist, ey. Gut. Du solltest mal das ausräumen. Dann kannst du nochmal einen trinken und dann nochmal einen Tofu-Hotdog essen. Ich möchte einfach, dass sie ein bisschen länger wach bleibt. Moritz? Ah, du möchtest Ruby als beste Freundin gewinnen. Ah. Oh. Können wir jetzt mit ihr vielleicht eine Kissenschlacht machen? Warum kann ich das nicht mit ihr? Können wir irgendwie was, weiß ich nicht, können wir vielleicht irgendwie ein lustiges Video zeigen, einfach, dass sie mal aufsteht? Vielleicht kann ich dann eine Kissenschlacht mit ihr machen, wenn sie aufsteht. So, freundlich. Seit wann können wir keine Kissenschlacht machen? Finde ich uncool. Hä? Warum kann ich das nicht? Verstehe ich nicht. Nochmal freundschaftlich umarmen und dann können wir nochmal was essen. Hier. Genau, du trinkst was, dann isst du was. Wie sieht's bei dir? Hallo, warum gehst du nicht zur Party? Ist die Party vorbei? Nein, du sollst zur Party gehen. Was ist dein Problem? Weil die Leute sind doch alle schon wieder weg. Geh doch bitte mal zur Party. Danke. Nicht gut. Problem ist halt nur, sie hat morgen 8 Uhr wieder Uni. Aber ich würde gerne wenigstens kurz mal hingehen. Einmal vielleicht Jeffrey knutschen und dann wieder gehen. Oder vielleicht bei ihm übernachten. Das wäre sogar noch cooler, glaube ich. Wir könnten auch einfach zu ihm hingehen und bei ihm übernachten. Vielleicht machen wir das einfach mal. Hä? Ach so, ja gut, sie trinkt gerade. Ich wollte gerade schon sagen, so. Wir waren doch dabei, nochmal Kaffee zu trinken. Dann sollte das hier doch eigentlich wieder funktionieren. Dann sollte sie noch was zu Abend essen können. Genau, ihr geht was essen und dann können wir eigentlich auch bei ihr wieder Tschüss sagen. Ich finde es schade, dass wir keine Kissenschlacht mit ihr machen können. Einfluss bei Rebellen. Wir wollen ja gar keinen Einfluss bei Rebellen mit ihr. Und sie ist halt auch schon Stufe 2 Nerd. Ah. Er ist halt auch alles dreist irgendwie. Aber man sieht, Nerd ist auf jeden Fall am stärksten. Und auch sie ist, naja, sie ist eigentlich fast ein Mix aus Nerd und Sportler. Genau, dann isst du noch mal was. Dann kannst du vielleicht nur auf Toilette gehen. Und vielleicht noch ein bisschen weitermalen, bis du dann wirklich ins Bett fällst. Such eine Mülltonne, um darin zu tauchen. Oh, nein, keine Lust. Ich glaube, wir werden einfach nur bei Jeffrey übernachten. Ich glaube, das wäre ganz gut. Wo ist der gute Herr denn? Hallo? Ist er das? Das ist er doch, ja. Dann können wir mal einen überschwänglichen Kuss machen. Und fragen, ob wir über Nacht bleiben können. Das wäre schön. Und dann essen wir noch was, wenn es irgendwie möglich ist. Gehen auf Toilette und dann ab ins Bett. Ja, sehr schön. Haben wir hier ein Doppelbett irgendwo? Ja, haben wir. Okay, wartet mal. Dann gehen wir. Ja, die sind beide super schlecht. Dann gehen wir da mal auf Toilette. Oder warte mal. Fühl dich ganz wie zu Hause. Sehr schön. Können wir vielleicht. Ach so, nein. Wir machen das einfach anders. Wir essen noch nichts. Aber wir gehen auf Toilette und dann können wir hier mal entspannen. Oh, sie ist froh über den siegreichen Protest. Sehr schön. 30.000! Wir können den tranceartigen Schlaf uns holen. Sehr schön, endlich. Dann kann Luena genauso, hat, braucht Luena genauso wenig schlafen wie Moritz und Amelie. Was sehr, sehr schön ist. So, ihr wollt trinken. Okay, dann können wir einmal die Gruppe auflösen. Gruppe auflösen. Und dann geht's nach Hause. Du weißt echt, wie man sich amüsiert. Ruf mich einfach an, damit wir mal wieder auf die Piste gehen oder was dir sonst noch Verrücktes einfällt. Oh, auf die Piste gehen. Wir haben Videospiele gespielt. Ja, aber Ruby hat's gefallen. Und darum geht's ja, ne? Darum geht es. So, dann kannst du vielleicht mal die Kleidung trockener packen, duschen und
schlafen. Du gehst ja dann auch bald schlafen, aber sie kann halt quasi nicht schlafen gehen, bevor ihr Kaffee nicht aufhört zu wirken. So ein bisschen, ne, die gute Koffeinwirkung. Wobei die bei mir gar nicht so stark ist. Spiele Saftpong. Ja, ja. Ja, nein. Sorry, sie ist halt müde. Aber wir werden den guten Jeffrey einfach mal ins Bett einladen. Weil da haben wir... Nina Simons. Die kenne ich auch noch gar nicht. Mit der würde ich mich gern anfreunden. Also, ich würde super gerne noch mehr machen, aber leider ist sie ja doch ziemlich müde. Und deswegen laden wir den guten Herrn einfach mal ein. Und, ja. Verbringen so den Abend. Aber Nina Simons sieht ziemlich cool aus, oder? Mit der würde ich mich super gerne anfreunden. Vielleicht vor allem halt mit Amelie. Gucken wir mal. Vielleicht können wir sie zu der Party, die wir morgen machen, einladen. Die gute Nina. Weil sie ist ja auch eine Sportlerin. Das wäre cool. Und da ist Lena. Oh, Lena mit ihrem Lama-Kleid und dem Lama-Tattoo auf der Brust. Ach, die ist so super. Ich liebe Lena. So, ach so, wie sieht es denn hier eigentlich bei euch beiden aus? Macht ihr das? Oh, ja, die sind gut dabei. Okay. Mal schauen, ob irgendwie bis morgen hier vielleicht noch was zu essen ist. Das wäre natürlich sehr praktisch. Aber ja, dann haben wir das ja auch erledigt. Wie gesagt, Amelie muss noch irgendwie möglichst... Genau, dich lassen wir ausschlafen. So gut es geht, aber eigentlich sollte sie das relativ gut hinbekommen. Jetzt auch mit dem tranceartigen Schlaf. Und? Schläfst du? Jeffrey schläft leider nicht direkt ein. Schade. Wäre natürlich süß gewesen. Aber dann werde ich nur noch Amelie gleich schlafen schicken. Wir können ja mal gucken, wie sieht ihr Bild bisher denn so aus? Das ist ein cooles Bild. Das werden wir definitiv irgendwo aufhängen. Das ist ja mal schick. Amelie, cool. Und jetzt ist es auch eher so ein bisschen, ne? Also jetzt ist es nicht mehr so verschwommen wie das vorherige Bild, sondern ein bisschen klarer von der Form her. Sieht sehr, sehr cool aus, Amelie. Und sobald jetzt hier, ne? Das, beginne bei der Party ein Kampf. Nein, 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 nein. Luena schläft. Lass doch Luena schlafen spielen. So, und du bist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr müde geworden und hast dir auf jeden Fall das Bett verdient, Amelie. Ja, ich weiß. Sie hat ja, soweit ich weiß, genau, sie hat auch erst dienstags und donnerstags 12 Uhr Uni. Das heißt, dass sie ein bisschen müder ist, ist gar nicht so schlimm, weil sie kann auf jeden Fall auch noch ein ganzes Stück länger schlafen als die anderen beiden. Und ja, jetzt hat halt auch Luena den tranceartigen Schlaf, muss weniger lang schlafen als vorher. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und schauen mal, wie wir vielleicht auch hier, ne, so ein bisschen die Leistung aufrechterhalten können bei den beiden. Bei Moritz sollte das ja keinerlei Problem sein. Aber bei den beiden werden wir das, glaube ich, auch noch ein bisschen höher halten. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Wenn ihr Wünsche, Vorschläge habt, was wir mit den Sims außerhalb der Uni-Zeit machen können, also außerhalb des zu Vorlesungen gehen und so weiter, dann lasst sie mir hier gerne in den Kommentaren. Ich höre sowas immer gerne. Und dann schauen wir einfach mal, was wir davon umsetzen können das nächste Mal. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Ciao.